Man sollte selbst sein größter Kritiker sein und deswegen expose ich heute mich selbst. Ja Leute, damit begrüße ich euch zum tatsächlich letzten Part von diesem Projekt von CTGP 7. War auf jeden Fall sehr, sehr cool, dieses Projekt. Das will ich erstmal vorweg schon mal sagen. Ne? Hat mir sehr viel Spaß gemacht über das komplette Jahr hinweg. Immer mal wieder über manchmal mehr, manchmal weniger interessante Themen zu quatschen. Deshalb gerne auch Feedback von euch zum kompletten Projekt. Und worum geht's heute? Ich habe schon gesagt, ich expose mich selbst. Ich habe nämlich in den letzten Monaten ein paar Punkte an mir selber festgestellt, die mich stören und die ich verbessern will. Ja? Deswegen, da habe ich mir mal so eine kleine Liste geschrieben. Und die gehen wir jetzt einfach mal durch. Erstmal, also, wie soll ich sagen, warum habe ich überhaupt gewisse Punkte in den letzten Monaten vernachlässigt? Ich denke, das liegt oder das hängt damit zusammen, dass ich halt jetzt total fokussiert auf meine Arbeit bin in den letzten Monaten. Ich gehe richtig in meiner Arbeit als Außendienstmitarbeiter auf, ja. Also das macht mir total Spaß, will ich auch weitermachen, deshalb habe ich mich auch selbstständig damit gemacht. Und auch Familie und Freunde, all das, das kriege ich gut hin. Oder zumindest so, wie ich das eben möchte, dass ich da genug Zeit investiere, trotzdem in meine liebsten Mitmenschen. Ja, das kriege ich schon hin. Also das sage ich erstmal vorweg. Das, was ich heute jetzt anspreche, das betrifft eher nur mich selber. Und zwar, ein Punkt ist erstmal so, dass das Aufstehen morgens als Selbstständiger oder auch schon vorher, ne, hatte ich flexible Arbeitszeiten. Dementsprechend kann man auch mal, wie soll man sagen, man kann auch mal mittags anfangen zu arbeiten. Das ist in meinem Beruf überhaupt kein Problem und tatsächlich sogar ganz sinnvoll, ja. Weil die meiste Kundschaft, zu der ich gehe, die hat nicht morgens Zeit, sondern die meisten Leute, die haben ja erst mittags oder sogar abends Zeit, ja. Dementsprechend, das ergibt schon Sinn, dass ich meistens erst mittags arbeiten gehe. Aber was wiederum keinen Sinn ergibt, beziehungsweise der Punkt, an dem ich mich verbessern will, das ist halt so das Thema Aufstehen. Ich habe ja überhaupt keinen Stress, ne? Und ich wache auch meistens schon so um 9 Uhr wache ich meistens auf. Aber anstatt dann aufzustehen und direkt was zu machen, stattdessen chill ich da noch für 2-3 Stunden, keine Ahnung, mega unnötig. Dann gucke ich da noch YouTube an, dann wird hier noch mal ein bisschen durchs Handy durchgescrollt. Dann weiß ich nicht. Also das ist es eigentlich hauptsächlich, ne? Das sind so die Punkte, die ich sozusagen mache. Das ist halt wirklich, ja, wie soll man sagen? Das ist halt einfach faul, ja? Das ist einfach noch okay. Ich wache zwar auf, aber ich bleibe faul. Und das hatte ich zum Beispiel zu Homeschooling-Zeiten hatte ich das, glaube ich, sehr gut im Griff. Dass ich wirklich morgens aufgestanden bin, hab mich direkt auch richtig angezogen, ja. Weil, also für mich ist schon auch ein Unterschied in meinem Gemütszustand, ist schon ein Unterschied, wenn ich da in irgendwelcher Gammelkleidung rumchille. Danke für die Gesundheit gesagt haben. An der Stelle mal.
Ja, also ich habe mich halt immer umgezogen damals, dass ich halt direkt richtige Kleidung anhabe, sozusagen frisch bin, ja. Und habe mir dann auch Frühstück gemacht. Das ist eigentlich, also wir haben so viel hier, was ich da nehmen könnte für Frühstück. So viel Müsli und irgendwelche. Was haben wir alles? Quinoa und Buchweizenflocken und Haferflocken und keine Ahnung. Dann hier noch ein bisschen Schoko und da noch ein bisschen was und hier noch ein bisschen Honig und da noch Ahornsirup und da. Also ich will hier also jetzt nicht, dass ihr denkt, so ich übertreibe komplett mit süßem Kram. Nee, also schon ein paar gesunde Sachen, bisschen süßen vielleicht, paar Früchte rein oder irgendwas, also Bananen, Äpfel, irgendwas. Das ist erstmal so ein Punkt, ne? Ich sollte mal wieder eine Morgenroutine. Wäre mal wieder richtig gut, wenn ich das mich selber dazu zwingen würde. Gegebenenfalls auch wieder morgens spazieren gehen, habe ich früher mit meiner Mutter gemacht, mit meiner Mama. Bin ich immer spazieren gegangen. Und wenn es nur eine kleine Runde war, aber einfach bisschen morgens schon direkt frische Luft. Nee, ich glaube, das haben wir, glaube ich, sogar meistens vor dem Frühstück gemacht. Einfach, hey, frische Luft, erstmal den Körper wachrütteln. Frische Luft ist auch gesund, es tut gut. Und dann wird man ganz anders wach, als wenn man da so rumburkt und rumhängt und ja, ich gucke hier noch ein bisschen was an und so. Ne, das ist ein Unterschied, wie wenn man direkt frisch in den Tag startet. Ich glaube, dann könnte ich auch, ja, dann könnte ich viel motivierter sein, als ich ohnehin schon bin. Was noch ein Punkt ist, den ich vernachlässigt habe, ist der Punkt Sport. Diejenigen, die mich schon lange verfolgen, die wissen ja, ich bin ein gigantischer Fan von Ring Fit Adventure. Das ist für mich so die Möglichkeit, Sport zu machen, weil ich sag euch ganz ehrlich, ich hätte keinen Bock auf Fitnessstudio. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann mal ändern wird, meine Meinung dazu, aber ich bin jemand, für mich persönlich, ne, also wer ins Fitnessstudio gehen will, geh, werd glücklich damit, aber für mich wäre es nix. Ich habe keinen Bock auf Fitnessstudio, aber ich habe Bock, aktiv zu sein. Dementsprechend. Ja, das könnte man vielleicht sogar in die Morgenroutine auch einbauen. Oder müsste ich halt gucken, wann es für mich am angenehmsten ist, einfach mal wieder Ring Fit Adventure zu spielen, beziehungsweise mein Home Workout zu machen. So etwas spielen, das ist eigentlich der falsche Begriff dafür, weil Ring Fit Adventure ist schon so eine richtige Home Workout Software, die dich an der Hand nimmt. Dieses natürlich ein bisschen spielerisch im Nintendo-Universum darstellt. Das natürlich schon. Aber das hat mir mega geholfen, da auf jeden Fall hier mal ein bisschen die Beine zu bewegen. Und da drückt man mal diesen Ring zusammen und dann zieht man den mal auseinander. Und das ist auch, da kriegt man auch Kraft. Ja, da kriegt man auch Kraft dabei. Man kann den Ring ja ganz verschieden einstellen. Deshalb, das sollte ich mal wieder machen. So. Ganz grob gesagt, meine Routine am Morgen oder generell, ja, je nachdem, Sport, weiß ich jetzt nicht, ob ich das morgens machen würde oder abends nach der Arbeit. Das müsste ich mich einfach ein bisschen ausprobieren. Das sollte ich definitiv aber mal wieder mehr im Auge behalten. Wenn ich überlege, meine Kollegen kriegen es ja auch hin, ins Gym zu gehen. Ich weiß, man soll sich nicht vergleichen, aber. So, das kann man, denke ich, schon trotzdem vergleichen, weil die machen die gleiche Arbeit und dementsprechend ist das natürlich greifbarer, als wenn ich mich mit jemandem vergleiche, der eine andere Tätigkeit ausübt. Dann, was ich auch verbessern sollte, das ist definitiv, wie ich tagsüber esse. Ja, ich bin nämlich meistens zu faul. Ja, oder was heißt zu faul? Ich kann ehrlich nicht sagen, woran es liegt. Ich bin einfach zu. Weiß ich nicht. Ich bin zu fokussiert auf die Arbeit tagsüber. Da esse ich kaum was.
Vielleicht mal irgendeinen kleinen Riegel oder so, irgendeinen Haferriegel. Oder da mal ein paar, irgend so ein paar Knusper-Snack, irgendwas. Oder Mangostreifen, getrocknete Mango. So, so Kleinigkeiten, ne? Aber ich sollte definitiv mal anfangen, dass ich mir unterwegs mal was Richtiges mitnehme. Ich komme zwar über den Tag, aber und ich komme auch gut durch den Tag, ne? Ich kann diesen Hunger, das Hungergefühl kann ich mittlerweile echt gut überspielen, weil ich mir denke, ja, ich knall mich dann abends richtig schön voll, denke ich mir dann halt. Und das ist aber falsch, ne? Man sollte dem Körper über den Tag verteilt Energie zuführen, anstatt halt eben nur morgens und abends vielleicht mal von mal komplett und tagsüber aber gar nicht. Das ist so, das ist bescheuert einfach. Ich könnte mir irgendein Brötchen schmieren oder so. Das müsste ja gar nichts Krasses sein, aber einfach etwas, was, sag mal, richtig schön Energie hat, was sättigt auch, was gut schmeckt, ne? Das sollte ich mal machen. So, wie gesagt, ich denke Brötchen, paar Brötchen mitnehmen und vielleicht einen Apfel oder so, das könnte ich doch machen. Deshalb, das ist auch so ein Punkt. Also erstmal, das waren die Punkte, die sind so auf mich selber bezogen. Was ich aber auch, da habe ich mich schon verbessert, aber da muss ich mich auch noch weiter verbessern. Das ist so ein Langzeitprozess. Das ist der Punkt Großzügigkeit. Ich bin ein Mensch, der zu großzügig ist. Ich gebe zu schnell an andere etwas ab, weil ich ein gutes Herz habe. Und aber was ich dann erkennen muss, ist auch, wer hilft mir denn im Leben, ja? Also ich rede jetzt nicht von besten Freunden oder Familie oder solchen Leuten, ne? Zu denen kann man schon gutmütig sein, weil die sind ja auch zu einem gutmütig. Aber was ich definitiv ablegen sollte, das ist zu schnell an irgendwelche Leute zum Beispiel Geld zu geben oder zu helfen, versuchen zu helfen, obwohl es mich gar nichts angeht und sowas, ne? Mich da zu sehr reinsteigern in andere Leben, die mich nichts angehen, sage ich jetzt mal so. Das sind so Punkte, ja, ich weiß, das habe ich jetzt nur kurz angeschnitten, aber mehr gibt es auch zum Thema Großzügigkeit nicht zu sagen. Ich habe mich da schon gebessert, ja, ist schon weniger geworden. Aber eigentlich muss ich erkennen, ich habe nach mir selber zu gucken. Nach mir selber, Familie, beste Freunde von mir aus noch, aber mehr nicht, ja, mehr nicht. Deshalb, das war heute mal so, mich selber exposen, mal so, hier, das sind die Punkte, wo ich reinscheiße zurzeit. Und da will ich mich verbessern und vielleicht, wer weiß, vielleicht gibt es in ein paar Monaten ein Video, das habe ich an mir verbessert. Oder weiß ich nicht, wie ich dann so ein Video nennen würde. Aber das wäre cool, ja, das wäre cool, wenn ich genau die Punkte jetzt auch in Angriff nehme. Jetzt habe ich es schon öffentlich gemacht. Jetzt habe ich mich exposed, sozusagen, wenn man das so will. Und deswegen, ich bin selbst mein größter Kritiker und deswegen will ich mich auch verbessern, dass ich mit mir selber zufrieden bin. Vielleicht habt ihr auch ein paar Punkte, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, die euch an euch selber stören, die ihr verbessern wollt. Dann schreibt es wirklich mal in die Kommentare. Und dann ist unser Ziel, unser gemeinsames Ziel als Community, jeweils natürlich trotzdem als Individuen uns zu verbessern. Und in ein paar Monaten gibt es vielleicht nochmal ein Video. Wie gesagt, das habe ich verbessert. Und dann schreibt ihr auch wieder rein, hey, das habe ich bei mir verbessert. Und dann können wir gegenseitig uns auf die Schulter klopfen. Das wäre doch geil, oder? Ich finde, das ist auch ein schöner Abschluss für diese Videoreihe, für CTGP7. Haben wir jetzt jeden Cup gespielt. Aber es wird bestimmt noch weitere Themenvideos geben. Vielleicht mit anderem Gameplay, vielleicht auch mal ohne Gameplay. Aber das war's auf jeden Fall. Deshalb positives oder negatives Feedback. Ich wünsche euch was, Leute. Bis dahin und ciao.